Herzlich willkommen zur heutigen Frogground Talk Runde. In dem Folgenden geht es um die Tätigkeit eines Gepäckabfertigers. Dazu begrüße ich meine beiden Gäste heute, und zwar den Lars. Hallo. Hallo. Und den Christian. Guten Tag. Beide auf der Dienststelle der Gepäckabfertigung, die sogenannte IG Infrastruktur Gepäck hier am Frankfurter Flughafen. Wie bist du denn als Gepäckabfertiger zum Frankfurter Flughafen gekommen? Der Einstieg für mich war relativ einfach. Man hat angefangen als Stufe 1. Man stand in den Leitstellen, hat abgeladen in der THW, um das Gepäck für die weitergehenden Flieger zu kodieren. Und hat sich dann über die ganzen Qualifizierungsstufen weiterqualifiziert. Habe mich dann auf die Stelle zum Gepäckmeister beworben, musste dann einen Test schreiben. Dann wurde ich zum Gepäckmeister ernannt. Christian, du bist jetzt wie lange schon dabei? Ich bin jetzt in der Gepäckabfertigung rund jetzt ein Jahr dabei und habe mich jetzt auch schon ein bisschen weiterqualifiziert in verschiedenen Stufen, was auch sehr Spaß macht, weil das ist halt, was halt ausmacht. Also sprich, ich bin jetzt gerade in der Stufe 2 und mache jetzt demnächst den Stufe 3er Test, also praktisch den Vorarbeiter zum Gepäckmeister. Mhm. Und das ist dann halt schon ein bisschen mit Verantwortung auch verbunden. Also leitest halt auch schon am Anfang zum Beispiel die Sperrgepäck oder die Quickbahn und steuerst halt, sagst dann halt, ich muss dahin, dahin. Und das ist halt sehr von großer Bedeutung. Wie ist denn dieser Schichtdienst für euch auch familiär vereinbar? Für mich ist der Schichtdienst ziemlich gut familiär vereinbar, dadurch, dass man ziemlich gut danach planen kann. Wir bekommen unseren Dienstplan einen Monat vorher. Ich kann, wenn wirklich irgendwas sein sollte, dass ich Termine habe, dass ich was Wichtiges vorhabe, dann lässt sich das immer mit der Fraground abstimmen. Und wenn man wichtige Termine hat, kann man das auch mit der Fraground besprechen rechtzeitig. Dann bekommt man an diesen Tagen frei, wenn es eben klappt und nicht zu viele Leute gebraucht werden. So langsam abschließend die Frage, was macht für euch eigentlich die Faszination eurer Arbeit in eurer Dienststelle am Flughafen aus? Für mich ist es wirklich die Zusammenarbeit, nicht nur bei uns in der IG, sondern auch zwischen den verschiedenen Dienststellen. Das Arbeiten mit der Rampe zusammen, das Arbeiten bei uns im Team mit vielen verschiedenen Leuten, auch verschiedener nationaler Herkunft. Und dann zu sehen, wie alles ineinander greift und man wirklich diese großen Massen an Gepäck und Fracht und Ladung halt bewegt bekommt. Das ist die Faszination für mich. Zurückblickend auf die letzten Jahre, die ihr jetzt dabei seid, würdet ihr euch jederzeit wieder für diesen Beruf in der Gepäckabfertigung entscheiden? Ich würde mich hundertprozentig nochmal drauf bewerben, schon allein aus dem Aspekt, dass es ein zukunftssicherer Job ist, bei dem ich sehr viele Aufstiegschancen habe und immer noch weiterkommen kann. Ja, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.